lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge, zu einer weiteren Folge von Let's Build Mittelerde. Ja, diese Folge wird eine Speed-Folge sein, und zwar, das steht da schon im Titel, ich werde jetzt den Keller vom Gasthaus wieder ausheben, allerdings diesmal in Speed-Folgenlänge. Doppelte Geschwindigkeit, denke ich mal, könnte ich reinhauen. Der Keller ist nicht ganz fertig geworden, aber ich muss nur noch den Boden verlegen, aber hey, das kann ich auch noch so machen nebenbei. Währenddessen gibt es halt ein paar kleine Infos, aber das machen wir dann gleich. Ich werde jetzt erstmal das Video auf die doppelte Geschwindigkeit setzen und dann könnt ihr sehen, wie es halt so abgeht. Und ja, dann werde ich euch noch mit ein paar Folgen, Informationen füttern. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, geht das Ganze jetzt natürlich etwas schneller. Und zwar hat das, wie gesagt, folgenden Grund. Wir haben ja im Livestream nicht alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und mein Gott, ist halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Ist nicht so wild. Ich habe zwischendurch auch noch ein paar Cuts gesetzt, wie ihr jetzt gerade eben gesehen habt. Um mir noch ein bisschen was zu besorgen zwischendurch. Nicht so wild. Wie gesagt, ich habe dieses so geplant, das Folge 100 Special, weiß ich nicht, wird sich, denke ich mal, noch ein bisschen verschieben leider, weil ich es echt nicht gebacken kriege, im Moment irgendwie mal was auf die Beine zu stellen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt für den restlichen Februar auch den Uploadplan ein bisschen anpassen. Und zwar, ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Ich kann ja mal eben ganz kurz nachgucken, Moment. Vom arbeitstechnischen Aufwand her wird es nicht leichter. Aufgrund dessen, dass einige krank sind, gegangen worden sind und Urlaub haben. Moment, haben wir gleich. So, wir sind ja jetzt in KW 6 momentan, genau. Ja, da muss ich gucken. Also diese Woche wird es auch keinen Livestream geben, leider. Das schaffe ich nicht zeitlich. Muss ich mal gucken. Also wir haben jetzt quasi die Dienstagsfolge war mit Herr der Ringe Online. Die Donnerstagsfolge ist heute. Und dann die Samstagsfolge, mal gucken, ob ich die noch schaffe, muss ich gucken. Ob ich die heute noch aufnehme, weiß ich nicht. Oder ob wir die ausfallen lassen. Weil, wie gesagt, ich bin die ganze Woche am Durchackern dann. Ja, nee, schaffe ich nicht. Ich guck mal eben ganz kurz, wann ich nächste Woche frei habe. Kann ich euch das auch? So. Direkt mal. Ja, da habe ich Dienstag frei nächste Woche. Und dann erst wieder am Samstag. Uiuiui. Okay, also nächste Woche könnte ich eventuell schaffen, alle Folgen noch aufzunehmen. Dass ich dann sagen würde, ab dem Tag X also ab nächste Woche Dienstag, dass sich das dann ungefähr wieder einpendelt und ich dann meine Ruhe habe und auch wieder aufnehmen kann, so wie ich möchte. Das heißt, diese Woche ist der Upload-Plan nicht ganz so, wie er sein sollte. Ab nächster Woche sollte es dann, denke ich mal, hinhauen. Ach, ja, was soll ich denn dazu noch alles sagen? Ist halt manchmal etwas doof, aber ist halt so. Kann ich nicht ändern. Naja, aber wie gesagt, ihr habt ja auch... Achso, ich habe noch gar keine Zusammenfassung vom Livestream gemacht, glaube ich. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, der Vorplatz hat sich ein bisschen verändert. Ich habe ein bisschen
Also der Deathbrain hat hier ein bisschen rumgebaut, währenddessen ich hinten den Hügel wieder angeglichen habe und den Hügel erweitert habe. Später Richtung Michelbeben, Wasserau und Buckelstadt. Und ja, der Rest, der kommt dann jetzt nach und nach wieder dazu. Und wie gesagt, das Special muss ich mal gucken, ob ich es noch dazwischen schieben kann. Ich glaube eher nicht, aber wir müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen. Vielleicht mache ich das Special zum 500 Abonnenten Special oder so. Nicht zu Folge 100, weil müssen wir mal gucken. Es hat so, wie gesagt, ein paar Gründe, da muss ich ich muss ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich muss gucken, dass ich die Zeit dazu finde, überhaupt dem Hobby in YouTube nachzukommen. Und das ist momentan echt schwierig. Naja, wie dem auch sei. Ja, was haben wir noch Tolles im Programm? Eigentlich nichts mehr. Außer meinem riesen Map-Fail. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir weiter vorankommen. Ich bin auch so ein bisschen Brain-AFK im Moment so gefühlt, weil, wie gesagt, mir schwirren so viele Gedanken im Kopf rum, dass ich nicht ganz weiß, wo ich überhaupt anfangen soll, was zu machen. Und ja. Es ist alles nicht so einfach. Überhaupt nicht einfach. Aber naja, wie gesagt, ich arbeite dran und dann müssen wir mal gucken, wie wir alles schaffen. Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu sauer drüber oder so, weil, wie gesagt, das Leben dreht sich halt nicht nur um YouTube, sondern auch das wahre Leben. Und jetzt gerade, wo ich jetzt auch kurz vor der Prüfung stehe, ist das alles nochmal ein bisschen anders. Da wird der Druck nochmal ein bisschen natürlich erhöht seitens des Unternehmens und von mir auch selber. Naja, ist halt so. Also, ich weiß nicht, jeder, der so auch in der Situation war, bestimmte Hobbys hat und die nicht ausführen kann, weil, keine Ahnung, er immer weniger Zeit dazu hat, ist natürlich echt blöd, ne? Aber das hatten wir, ich weiß nicht, das ist irgendwie bei fast jedem so. Also, irgendwas muss zurückstecken, entweder die Arbeit oder das Hobby. Und bei mir ist es momentan das Hobby. Ja, und die Arbeit hat so lange schon zurückgesteckt oder hat oft zurückgesteckt bei mir. Dass es sich jetzt einfach einmal komplett um 180 Grad gedreht hat und ich jetzt halt weniger Zeit habe für YouTube, aber mehr Zeit für die Arbeit. Aber es ist halt, naja. Ich bin ja nicht scharf auf das YouTube-Money oder so hier, so wie manch andere. Aber ich bin mehr so, ja, ich mache das, um, ja, zu zeigen, was ich eigentlich so kann und was ich möchte. Und ich möchte ja euch auch ein bisschen dran teilhaben lassen und so weiter. Ja, und dann ist das halt so. Und das richtige Geld kommt halt erst mit dem richtigen Arbeiten. Das ganze Leben besteht halt nicht nur aus Rumsitzen und Spielen. Kommentieren und schneiden. Naja. Ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Müssen wir mal schauen. So. Ne, da seht ihr schon, der Vorplatz hier ist so ein bisschen schnieke gemacht. Da hinten haben wir ein paar Felder noch angelegt gehabt. Also ist schon ganz gut geworden. Alles eigentlich. Ne? Kisten haben sich ein bisschen geleert, weil Deathbrain momentan nebenbei auch bei mir halt ein bisschen mitspielt. Neben dem Mitspielen ist bei ihm aber auch, er nimmt auch auf, wenn er es gebacken kriegt, heißt es. Also meistens nimmt er auf jeden Fall auch auf, könnt ihr euch auch angucken auf seinem Kanal, Deathbrain09 heißt er. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Er nimmt auch auf, wie gesagt, nach dem Mapfix baut er seine Höhle da unten weiter. Beziehungsweise hat er von mir ein Grundstück abgesteckt gekriegt und da kann er seine Hobbit-Höhle drauf bauen oder sein Reich, wie auch immer. Bin ich mal gespannt, wie er das alles umsetzt, weil er wusste noch nicht so ganz, wie er das machen sollte. Aber ich denke mal, der wird das schon hinkriegen. So, zwischendurch kommt gleich nochmal ein Cut kurz, weil ich gleich schon wieder was vergessen habe. Blöderweise. So doof, wie ich halt bin, ne?
Aber so ist das halt. Weil ich nämlich nicht genug Steine hatte. Naja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Aber ich arbeite ja daran. Wir versuchen ja die Map ein bisschen zu fixen. Dann kommt bald auch schon wieder das nächste Programm dazu. Also sprich, Hobbing wird ja dann auch bald hoffentlich fertig sein, dass wir uns dann halt um die nächsten Städte kümmern können. Oder erstmal die Landschaft außenrum anpassen. Müssen wir mal gucken. Irgendwas wird uns schon noch einfallen. Wird schon noch klappen. Den großen Fluss, den ich mit Marvin angefangen hatte, den lasse ich erstmal so sein, wie er ist. Da habe ich ein paar Chunk-Ladefehler. Chunk-Ladefehler. Den muss ich nochmal von vorne anfangen dann, weil gibt halt ein paar Problemchen, dass man Wasser halt nicht auf Wasser platzieren kann. Deshalb muss ich oben anfangen und immer schön nach unten buddeln, akkurat. Anscheinend. Naja, müssen wir mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber auch das Problem werden wir lösen. Ja, die Folge ist dann jetzt auch gleich schon wieder vorbei, weil ich jetzt nämlich gleich erstmal, genau, ich ziehe jetzt hier noch die Decke gleich rein. Und in der Zeit, ja, werde ich gleich nochmal, wie gesagt, einen Cut gesetzt haben, weil ich einfach, ja, es brauche, sage ich mal. Ich wollte jetzt nicht die Folge allzu lang gestalten, weil ich, wie gesagt, auch ein bisschen unter Zeitdruck bin schon wieder im Moment. Weil es auch das Privatleben auch ruft. Ja, und dann schauen wir mal. Ne? Also genießt noch die letzten, ja, 2 Minuten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Wir sehen uns dann auf jeden Fall Anfang nächster Woche wieder. Und dann würde ich sagen, nächste Woche dann, wie gesagt, 2 Folgen Minecraft. Ein Livestream ist auf jeden Fall dabei. Den werde ich irgendwie noch dazwischen schieben können. Und dann würde ich sagen, ja, haut rein. Und, da ist Deathbrain. Hallo, Deathbrain. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, euer Steinchen. Macht's gut.